Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die with Sammy. Hallo. Hallöchen, ihr Zuckerschnuten da draußen und Überlebenskämpfer. Wir haben hier ein Problem, Carlos. Ich krieg keine Fackeln hin, wo wir hier hinhängen können, ich weiß nicht. Ich habe ja schon Problem gemacht, die stecken sich auch nicht. Hast du Problem? Ja. Fragst du Humboldt. Nee, ja, keine Ahnung. Müssen wir halt irgendwie den Ofen laufen lassen oder so. Du hast doch noch Ding sammelt, gell? Was? Eisenfragmente. Ja, hab ich. Aber warte hier, ich geb dir erstmal was. Hab schon raus. Na warte, ich hab's, okay. Oder? Was ist jetzt? Ne, jetzt haben beide selber aufgenommen. Nee, ich hab. Hier bitte. Kannst deine Spitzhacke reparieren erst einmal. Und wir machen, wenn wir hier Eisenfragmente reinschmelzen. Bom, bom, bom. Wir müssen halt hier Ofen anlassen in der Nacht. Sollen wir unsere Schlafsäcke hier reinlegen? Oder sollen wir sie draußen liegen lassen? Was? Okay, alles klar. Wo sind meine Sticks, die ich gemacht habe? Weiß ich nicht. Ich hab doch so viele Sticks gemacht. Vorhin. Dass ich dich aufgenommen habe. Hab ich keine. Okay, dann nochmal. Ich werde das ganze Holz verarbeiten jetzt, aber irgendwie hat es jetzt nicht meine Sticks gespeichert. Das ist nicht so schön. Sehr seltsam. Hast du mir jetzt zugehört, Madame? Ja. Sollen wir unsere Schlafsäcke hier reinlegen oder draußen lassen? Nee, ich schlafe doch nicht hier. Ich will schon einen ordentlichen Boden. Der Herr. Das ist die Frage. Sollen wir hier dann mit einer Leiter hochgehen für später, oder? Ich würde jetzt mal zulassen. Können wir nachher noch einreißen, weil sonst kommen sie durchs Loch oben. Ja, nur die Zauberzombies, genau. Ganz neuen 70s Zauberzombies. Nein, die Spider-Zombies meine ich, ach man. Zauberzombies. Ja. Zauber. Das wäre auch mal eine Idee. Soll ich mal der Fun-Team schreiben? Ja, schreib's ihm. Aber ob das weiß der so. Die Zauberzombies. Jetzt neu bei 7 Days to Die. Zauberzombies. Die Hexen. Es wird doch ziemlich dunkel. Du hast noch Holz, gell? Ich verarbeite gerade alles zu Sticks. Ja, dann sollte man noch ein bisschen. Dann gehe ich schnell Fälle. So knapp, wie viele Federn habe ich? Ja, ich mache gerade 160 Pfeile. Ja, mir ist es nur, dass wir nachts ein bisschen Licht haben, wenn für uns die Zuschauer, weil wenn es zu dunkel ist, ist auch blöd, ne? Dann mache ich hier auch noch schnell. Fäll ich auch noch schnell mit. Ja, also für den nächsten Tag brauchen wir auf jeden Fall Werkzeug, so geht das nicht weiter hier. Dieser Kackspitzer. Die Heizstrahler. Mir wird immer so schnell kalt um die Füße herum. Kann ich einen Zombie nehmen zum Zudecken? Ein Zombie? Nee, die beißen zu viel. Beißen, ein bisschen knabbern ist gut, aber zu viel beißen ist schlecht. Ja, musst du denen beibringen, musst du ein bisschen dressieren. Ja, weil die nehmen auch gleich so große Stücke in den Mund, weißt du? Ich meine, so ein bisschen ins Ohrläppchen und so, okay. Aber da fehlt das ganze Ohr, ne? Ja, die beißen das ganze Gesicht weg. Krankenbastarde. Zack, so. Und dann hast du keine Nase mehr, siehst du aus wie Voldemort. Vielleicht klopfe dann. So. Da lutscht dir die ganze Nase weg. Lutschi-lutsch. Oh, aber irgendwie sieht das Licht ja schon cool aus mit beim Sonnenuntergang. Ja. Das hat schon was. So. Ich hoffe, heute Nacht bleibt's ruhig. Ich habe keine Lust auf Zombie-Besuch. Ich habe eigentlich gedacht, ich lade hier einige ein, um wir einen kleinen Filmabend zu starten. Aber kein Fernseher.
Scheiße. Dann musst du schnell einen besorgen. Schnell zum Saturn. Hab noch keine gesehen. Das ist schade. Aber wenn du einen siehst, dann vergiss den Blu-ray-Player nicht. Auch noch? Warum hast du noch ein paar dabei? DVDs? Also Blu-rays? Ja. Ach so. Immer in der Hosentasche, weißt du? Daraus mache ich mir dann so eine schöne Halskette, damit mich die Autofahrer erkennen, wenn ich am Straßenrand spazieren gehe. Es sind ja auch so viele Autofahrer dabei, ne? Ja. Noch. Also so viele Autofahrer gab es noch nie, bevor die Zombie-Apokalypse ausbrach. Okay, also wir überleben heute Nacht auf jeden Fall. Esse und trinke haben wir erstmal ein bisschen was. Muss dir gut gehen, aber du solltest langsam auch mal zurückkommen hier, ne? Achso, ich bin gerade so tief in meinem Baumfell-Simulator hier. Baumfell-Simulator? Ich mach hier mal ein bisschen Licht. Geht ja so. Nee, das heißt der Holzfäller-Simulator. So, in 10 Minuten haben wir auf jeden Fall Licht, erst einmal. Und dann kann man immer noch nachlegen. 10 Minuten, ne? Ja, noch. Ich habe jetzt nicht mehr reingelegt. Wir können ja noch locker reinlegen, ist ja kein Problem. Achso. Oh, die Pfeile sind fertig. Nice. Ja, hat das auch immer geschafft? 160 habe ich jetzt. Schön. Keine Sorge, junger Mann, ich kann dich jetzt verteidigen. Finde ich gut. So. So, das eine hier lasse ich so. Das können wir dann einfach rausnehmen. Dann können wir da wieder mit einer Leiter hoch. Jetzt weiß ich wieder, wie der Song heißt. Ich baue eine Stadt für dich. In der Stadt? So. Ich weiß nur nicht mehr mit wem. Ich weiß nur noch mit ich und... Boah, ich weiß nicht, wie die andere hieß. Also wie die mit dem... Alles klar. Warum bist du so nackt? Weil ich noch nichts zum Anziehen gefunden habe. Nur das Top für dich und das wollte ich nicht anziehen. Mein Gott, Alter, wie sehe ich aus, ey? Das ist so wunderschön. Du hast Arme wie ein Bodybuilder und Beine. Ja, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, ich bin eine Ärztin, Alter. Stell dir mal die Alte im Arztkittel vor. Hallo. Ich muss Ihnen leider eine schlechte Nachricht übermitteln. Überleg, was so eine wilde Spritze gäbe. Du rennst doch sofort. Alter, die gibt dir eine Gesichtsklatsche, eine Facepalm, da liegst du am Boden. Zack, push. Eine Nackenschelle. Ganze Knick gebrochen. Oh Mann. Ist vorbei mit der. Kannst du gleich zum. Ja. Zum Dings, wie heißt der? Boah, wie heißt die Serie schnell? Das bin ich mein, da war dieser Schauspieler von Charmed dabei. Charmed, keine Ahnung. So. Jetzt mal ein paar Leitern. Jetzt haben wir die Nacht gleich. 21 Uhr fangen sie an zu rennen, die Schweine. Bis 7 Uhr morgens, glaub. Oh, ich verpasse Schlag den Raab. Los, schnell. Was? Schlag den Raab? Naja, 20.15 Uhr. Das ist nicht wieder. Schlag den Raab. Weiß ich schon wieder Sachen, die gar nicht passieren. Ich glaube, ja. Also wir kommen... Oh, na, gehst du... Oh, das ist total... Also irgendwie mit den Leitern aber sich was geändert. Oh. Also, wir kommen aufs Dach. Ja. Was? Ich bin runtergefallen. Ist nicht okay. Sei froh, dass du noch nicht so hoch bist, sonst hättest du keine gebrochene Beine. Nein! Nein, ich bin zwar Ärztin, aber ich komme keine Leiter hoch. Nein! Scheiße. Ja, komm mal hier. Ich weiß nicht, das ist unsere letzte Zuflucht. Wir müssen den Sonnenuntergang, los. Was, Hand in Hand? Hey, du sollst genießen, nicht drauf schießen. Ja, ich dachte nur, weißt du. Hey, du hast doch Stühle eingepackt, gell, irgendwann. Wo hast du die hin? In den Wald hingestellt. Och Mann, ich wollte jetzt probieren, ob das jetzt geht mit dem Hinsitzen.
Ja, ich dachte mir, weißt du, wenn du mal beim nächsten Mal im Wald bist, was ist denn hier für ein Texture-Fehler? Nein, das ist kein Texture-Fehler, das ist doppelt aufgewertet. Guck. Ach so. Siehst du? Wie machst du das? Mit der Steine, mit der Rechtsklick, wenn du Woodblanks in der Tasche hast. Die Bretter. Nein, mit Rechtsklick. Nee, aber ich hab doch. Nee, warte, ich hab keine Bretter. Nee, ich hab diese Baumstümpfe. Ja, die, wenn die verarbeitest zu Bretter, dann kannst du. Geh mal in die Hocke, dann siehst du, ob wir entdeckt worden sind. Da gehen wir es nochmal. Ja, am Esterke, genau. Schöner Sonnenuntergang. Wie du herumläufst wie eine Ente. Quark, quark. Was hier Tag ist heute. Guck mal, jetzt haben wir bald Probleme. Wenn die verschwindet, dann ist alles scheiße. Was, wenn was verschwindet? Die Sonne, hinterm Berg dahinter. Ach so. Nein, Sonne. Stell mir mal hier einen Stuhl her, also eine Liege. Ich muss mich noch kurz sonnen. Ich muss noch mal gebräunt werden hier. Das bringt bei dir nichts mehr. Was? Bin ich nicht hübsch? Doch, wunderschön. Du das nicht? Das sieht geil. Das sieht geil aus, das Laufen in der Hocke. Mit meinen Männerbeinen sowieso. Sehe ich das eigentlich, wenn ich jetzt... Nee, sehe ich nicht, schade. 21 Uhr, jetzt ist Zeit, wo sie rennen. Ich komm rein erstmal. Wir sollten uns ruhig verhalten. Na, also mit den Leitern ist wirklich schwierig geworden. Ich höre sie schon wieder schreien. Psst. Musst leise sein. Ja, bin ich doch. Wenn sie reinkommen... Haben wir ein Problem. Ach, ich könnte noch... Dann könnte ich einen Deal aushandeln. Moment mal, ich könnte die Tür noch ein bisschen verstärken. Dafür tue ich jetzt... Meins. Dafür tue ich, ja, das glaube ich sofort. Tue ich sogar ein bisschen Metall opfern jetzt. Ich glaube, das wird nichts. Apropos Metall. Ha. Muss doch noch. Guck mal. Was ist das? Und so? Was willst du wieder machen? Die Pickaxe wieder ein bisschen. Achso, du brauchst die Stripes, genau, die wo ich da gegeben habe. Aber genau. Muss jetzt leise sein, sonst haben wir verkackt. Wenn die hier reinkommen, ist vorbei. Ich kann dich beschützen. Oh, ich rieche! Ja, dann tust neben dir die Kiste, ist Esseskiste. Ne, Problem. Apropos, brauche ich was zu essen? Nee. Ist noch was riecht? Glaube nicht. Brauchst du einen Knüppel? Nein, brauche ich nicht. Ein Knüppel? Nein. Ich habe meine Steinaxt. Ich habe doch so einen schönen Knüppel. Kannst du behalten? So, jetzt kommt die Nacht. Ich habe gar keinen Bock auf die Nacht. Die ist scheiße. Wir sind so ungesichert eigentlich noch. Das ist kacke Arsch. Du warst Ente in deinem vorigen Leben. Gib's doch zu. Der Ente? Ich war in meinem vorigen Leben viel. Jetzt habe ich wieder keine Ente. War Ärztin. Entenärztin oder was? Ja, Tierärztin, so. Ist das so? Jetzt kommt der Spritze! Aber guck mal, ich finde die Textur auch geil, jetzt so von der Tür, wo ich jetzt mit dem Metall geschlagen habe. Naja, ich finde das eigentlich hässlich, wenn ich ehrlich bin. Ich ja, meine, aber... sieht schon gut aus, aber. Dass sie das rein. Aber ich finde die Tür jetzt eigentlich hässlich. Sie ist hässlich, aber sicher. Aber sicher, ja. Mit diesem komischen Blech, also mit dem. Weiß ich nicht, Wellpappe oder was ist das? Scrap Metal halt ist das. Das... Ist das eine Biene? Ja, sicher auch eine Biene. Aber ich gehe da jetzt nicht raus. Nein, nein, nein. Wir sind feige. Eine zielte Biene. Ich habe Biene Maya. Los, lock sie an mit ein bisschen Honig. Die bringt uns Honig, aber... Hallo? Ich habe gar keinen Honig. Ich will hier nicht raus. Ich habe 6 leere Gläser. Von wo habe ich denn die schon wieder? Ja, weil du getrunken hast. Aber ich auch. Nicht. Warte, ich gebe dir gleich mal. Hier. War doch keine 6 Gläser. So, was nochmal 6. Super, haben wir noch Wasser? Nee, gell? Nee, aber Tee ist in der Kiste da noch. Nee, Tee habe ich ja noch.
Wollte nur wissen, ob wir noch Wasser haben. Was kann ich denn so noch craften? Keine Ahnung, gucken wir mal. Gucken wir mal, was das Inventory uns da so... Haben wir das gelernt schon? Nein, verdammt. Hab ich Stoff, wir können noch? Eine Knochensäge machen. Die mache ich jetzt mal. Einfach mal zum Gucken. Was, eine Knochensäge? Ja, warte, die mache ich jetzt mal. Wo bist denn du? Hier. Bodenschiff. Ach so, das ist ein Messer. Ach ja, genau, ich wollte ja... Ach, Schiff, ich hab's so oft gelesen. Ich wollte ja hier ein bisschen Werkzeug für den nächsten Tag machen. So. Du gehst doch gerne Holzfälle, gell? Aber jetzt nicht. Nein, nicht jetzt, aber insgesamt meine ich. Bitteschön. Was haben wir? Ich hab dir was rausgelegt, du das kurz nehmen bitte. Sonst ist das weg. Was habe ich aufgehoben? Oh, ja. Warte, wo bin ich denn? Hm. Ich habe ja noch viermal Wasser, das kann man ja noch kochen. Zwei Teile fehlen noch. Ist ja das Licht ausgegangen hier. Was soll denn das? Oh, die gute Shotgun würde ich ja gerne haben. Oh ja. Ja, und die neue Waffe hätte ich auch gerne. Die ist neu. Ja, die wo mit Steine schießt irgendwie. Würde ich mir schon mal gerne angucken. Schaufel. Brauchen wir eine Schaufel? Ich denke schon. Alles, was grün ist, da kann ich ja eigentlich was machen draus, oder? Nee, was grün ist, hast du schon gemacht. Ach so, okay. Und was so dunkelgelb ist, fehlen dir Materialien. Und was so hellgelb ist, könntest du machen. Hast du in deinem Inventar. Spikes, wir könnten Spikes machen. Ja. Ah, man kann so viel machen hier. TNT. Sind wir doch unentdeckt? Ja, jetzt nicht mehr. Ich schlage doch hier irgendwo ein, oder? Jetzt gehe ich mal nach oben und versuche die zu töten. Weil die sind hier gleich durch. Ja, da geht's. Oh, hier ist einer! Wie sind der hier reingekommen? Das ist ein Spider-Zombie. Ich hab ihn. Oh, mein Herz. Wo machen die was kaputt? Guck gerade. Ich bin undetected, ein bisschen Abhauer. Sag nicht, bist du runtergefallen? Nee, ich bin oben, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Nein, oh, schon wieder so ein Zombie. Ja, so ein Spider-Typ. Jetzt musst du irgendwie unbemerkt hierher kommen, ne? Ja, die sind durch. Wo denn sind die durch? Ich hab's gerade zerstören gehört. Ja, ich auch, aber ich sehe nichts bei uns. Weißt du, was ich mache? Ich lock die weg. Hallo? Ich hab ja nichts mehr. Ich lock die weg! Mein Held! Ja, jetzt ist ruhig hier. Das ist ich laufen ja richtig schnell! Alter, was ist das? Ja, natürlich laufen die schnell. Ich laufe ins Wasser und hoffe, dass ich da ein bisschen Land gewinne. Oh, eine Biene auch noch. Klasse, warum nicht? Warum nicht? Ja, nehmen wir eine Biene auch noch. Boah, der läuft auch übers Wasser. Der ist... Oh, der hat mich! Der hat mich! Oh je, yeah. Nein! Kravos! Ich habe ja nichts mehr. Habe ich sie weggelockt? Ist doch jemand bei dir? Oh, ja. Alter, was ist denn das? Alter, ich bin so gut wie tot. Warte, dann komme ich zurück und versuche nochmal alle wegzulocken. Tablette. Boah, die laufen, Alter, die laufen hier. Ja, die sind extrem schnell. Herum. Aber wir haben es gleich geschafft, 5:18 Uhr. 7 Uhr sind sie wieder langsam. Hallo!
Du kannst auch schleichen, dass sie dich nicht sehen, ne? Ja, aber ich will sie ja. Will ja, sie ja wegblocken. Nee, bei mir ist gerade niemand. Oh. Ja, jetzt bin ich tot. Hey, irgendwie verliere ich nicht alles, wenn ich sterbe. Nee, das im Rucksack nicht. Nur das, was im Gürtel unten ist, habe ich auch eingestellt. Ach so. Ich habe das auch eingesammelt von dir, ne? Also, keine Angst. Ja, leck mich doch. Ja. Ja, deswegen wollte ich unsere Rucksäcke woanders hin tun, aber. Das wäre gut gewesen. Ja, weißt du was? Da hier sowieso gerade so viele sind. Sowieso. Jetzt, wir haben eh schon wieder 20 Minuten. Ja, ich hab sie, ich lock sie gerade weg, oder ich versuch's zumindest. Aber es war, glaube ich, auch nicht so schlau. Ich muss jetzt auch mal rein, glaube ich. Biene, ach du Scheiße, Biene. Ja, Moment, wart bis 7 Uhr. Dann, ah! Wie kommt denn der Fettsack hier hoch? Das gibt's doch gerade. Wie kann denn der klettern? Normal müsste die Schwerkraft ihn nach unten ziehen. Ja, ich weiß auch nicht, der ist auf dem Dach auf einmal. Ach, hier rüber, Scheiße, wir müssen hier einen unbedingt noch umbauen. Hau ab. Aber ich glaube, sie sind langsam. Och. Also ich glaube, am Bergbauer war nicht unsere Schlaustätte. Also wenn du spawnst, kannst du nochmal wegrennen. Die sind langsam wieder. Und dann kommst du mal ins Haus und dann können wir uns verabschieden. Nicht schleiche. Glaubst du, ich schaff das? Warum schleichen? Warum mir noch eine Tablette rein? Alter. Lass mich rein! Ja, ich. Jetzt macht er wieder auf. Ich höre einen Hund. Okay, ich glaube, wir beenden jetzt die Folge erstmal. Eine schöne erste Nacht. Lass mich jetzt deine Nippel saugen, ich muss mich irgendwo. Es geht bei dir besser. Aber. Wieder zufrieden? Gut. Ja. Dann war es für die Folge erstmal. Bin ich wieder gestärkt. Ja, wir schauen mal kurz noch auf das Ding. Ich bin 4-mal gestorben, Gravers 5-mal schon jetzt mittlerweile. Okay. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Und haut rein, genau. Ciao. Tschüss.